Habe ich davon noch eine? Ich habe eine extra. Das ist eine Large, ne? Ja, okay. Dann tun wir hier alle Leichen rein. Also alle Leichen sollten da jetzt einsortiert werden. Wenn sie nicht von diesen Zerlegmaschinen beansprucht wurden. So. Dann hätte ich gerne. Brauchen wir ein paar mehr davon. Hätte ich gerne eine oder zwei Large für. Oh, hier sind noch viel mehr Leichen. Okay. So viel Zeug, was einfach nur weggeschmissen werden kann, ist der Hammer. Hier, fancy Material. Ne, Diamond auch nicht. Oh, Solid Fuel Blocks, die waren wichtig. Mach mal hier bitte ein mit Solid Fuel. Ah, der wird gleich wegtransportiert, na super. Genau. Da hier Solid Fuel drin ist und die aussortiert werden, müssten jetzt alles, was hier drin ist, rausgenommen werden. Da reingepackt. Das Ding ist jetzt ein bisschen irritierend. Aber ich nehme einfach mal da einen raus und tue jetzt da einen rein. Und da in der Kiste jetzt ein Solid Fuel Block drin ist, müssten auch weitere reingetan werden. Richtig? Oh Mann, ist das verwirrend. Leichen da. So, Solid Fuel Blocks. Dum, 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 dum. Lichtet sich ja langsam hier. Oh. Ziemlich viel Kobalt. Kobalt, Tungsten, das. Sonderzeug halt. Dann eine für. Komische Edelsteingeschichten. Noch mehr Leichen. Komische Edelsteingeschichten. So. Das wird schon alles hier wegstibitzt. Boah, ist das wuselig. Tank Laser Battery. Ich hätte gerne eine Zerstöroption. Gibt es eine Zerstöroption? Ja, ich kann es in der Kiste tun, die Kiste zerschießen. Mach das mal. Das wird meine Zerstörkiste. In die Zerstörkiste kommen Rockets. Laser Battery für einen Tank. Laser Battery für einen stinknormalen Laser. Bombcheck 2 kann ich benutzen. Das Problem ist, ich kann die meisten Sachen benutzen. Aber halt sowas hier wie Munition werde ich nie wieder brauchen. Rein, rein. Gun-Turrets brauche ich nicht. Die ganzen stinknormalen Mauern, die werde ich hier drin lassen und danach die Kiste einfach zerschießen. Dann hätte ich gerne Schwefel. Eine Schwefel kriegt eine extra Kiste. Das wird recht viel Schwefel sein. Da. Du bist ab sofort die Schwefelkiste. Wo bringen die das ganze Zeug eigentlich hin? Das dürfte. Ah, in die Kiste. Ja, ist trotzdem übersichtlicher. Das kann weg, weg, weg. Weg, weg. Genau, Coal Mining Drills. Das werde ich nicht mehr wirklich Hobby brauchen. Stinknormale Mining Drills. Brauche ich stinknormale Mining Drills für bessere Mining Drills? Ja. Das heißt, die nimmst du mal bitte mit. Und wir stellen jetzt 20 MK Dingens Mining Drills her. Nee. Aber so ein, zwei können nicht schaden. So, mit. Du hast ziemlich viel Gedöns. So. Rein. Wo ist meine Schrotflinte? So. Zack. Und weg. Ja, das Ganze machen wir gleich nochmal. Du da.
Ah, du wirst interessant zum Aussortieren. Wobei, das eine hätte ich sogar wirklich ganz gerne aussortiert. Tu mal dich da rein. Da müsste jetzt ganz viel Schwefel transportiert werden. Genau, sehr gut. Habe ich inzwischen wieder blaue Chips? Ja, dann nutzt mal die Gelegenheit hier und klau mal die Roboter aus der Luft. Die bitte wieder zurücklegen. Roboter aus der Luft geklaut. Jupp. Dann wieder 10 blaue Roboter herstellen. Dann klappt das soweit auch alles. So. Mauern her. Weg. Weg. Hier wurden die ganzen Mauern einsortiert. Ich könnte sie auch noch ja. Warum nicht? Mach eine Requester-Chest hier hin. Nicht Provider, Requester. Ja. Die da. Und die hätte jetzt gerne Steinmauern. Und die hätte auch ganz gerne diese Munition und diese Munition und alles andere, was ich nicht mehr haben möchte. Sowas und Rocket, also alles, was noch irgendwo in irgendeiner Form rumliegen könnte. Eine Railgun? Nein. Die ist nur hier drin, aber die kann man nicht wirklich bauen. Das ist sehr frustrierend. Ja. Alte Rüstung und dann gucken wir weiter. Da war sogar eine Shotgun drin, siehst du mal? Und so wird das einfach hier alles reingeschmissen. Sobald die Kiste voll ist, wird sie weggeschossen und dann kommt die nächste. Oh, grünes Grisselzeug. Komm mal her. Oh, stimmt. Ich bin auch noch voll. So. Einmal Schrotflinte. Ups. Na also. Kiste ist weg. Die Roboter haben eine neue Kiste hingesetzt. Jetzt brauche ich eigentlich noch eine Selbstschussanlage, die die Kisten zerstört, sobald die Kiste voll ist. Dann hätte ich eine vollautomatisierte Zerstöranlage. Sehr cool. Grünes Grisselzeug. Du grünes Grisselzeug. Aus dieser Kiste. Da rein und baue mit dem Grisselzeug die Batterien, die man für die Batterien braucht. Das wäre Highly Advanced Laser Battery. Dafür brauchen wir Advanced Battery, dafür brauchen wir blaues Grisselzeug. Genau. Das sollte auch noch automatisiert werden. Hatte ich glaube ich auch schon mal angesprochen. Diese Batterien für Batterien für Batterien, bis wir irgendwann dann da ankommen, dass wir die Batterien zum Schießen da haben. So. Kurze Runde zum Kupfer. Dann zum Eisen. Und dann gucken wir weiter. Kupfer ist gut, Kupfer ist gut. Wow. Hier auch schon mal einen hin. Fast. Fast komplett blau bis hier unten. Das würde ich auch noch ganz gerne machen. Nimm. Hier. Wow. Okay. So. Ich hätte nicht gedacht, dass so viele blaue da sind. Aber ja, jetzt haben wir gleich eine komplett blaue Verbindung bis zu den Schmelzöfen da unten. Auch wenn ich hier nicht wirklich gut sehen kann, wo was aufhört. Ja, also wenn da jetzt irgendein einziges dazwischen rot ist, da ruckelt es irgendwo. Weil sobald eins rot ist, haben wir ein Problem. Dann bremst das nämlich alles andere aus. Aber es scheint ja soweit okay zu sein. Weg, rum, da, so. Was ist hier?
Komisch. Oh ja, Kupfer ist okay. Das heißt, Schnelltrip zu dem Eisenaußenposten. Wo es übrigens viel zu viel blinkt. Ach du Kacke. Stopp, vorher noch einmal zur Zerstörkiste. Pio. Bitte setze neue Zerstörkiste. Ach, muss ich das auch noch selber machen jetzt, oder wie? Nein, muss ich nicht. Rein. Ups. Rein. Nee. Ich brauche ein größeres Inventar. Ja. Krimskrams. Das ist jetzt unsere Krimskrams-Kiste, richtig? Wow. Ja. Trotzdem unsere Krimskrams-Kiste. Die Krimskrams-Kiste bekommt jetzt mal von mir. Die werden zerstört. Die roten brauche ich jetzt nicht mehr. Das brauche ich normalerweise nicht. Ich brauche keine neuen 10 davon. Die brauche ich selten. Davon brauche ich keine 400. Habe ich auch nicht beantragt. Nein, habe ich auch nicht beantragt. Die nicht, die nicht. Die eigentlich schon, ja. Den Pumpjack MK2 setze ich mal irgendwo hin. Kann ja nicht schaden. Da zum Beispiel. Warum auch immer da keiner war bisher. Zack. Öl ist okay, ne? Warum? Befüllt ihr hier eigentlich diese... Achso, die Tanks mit dem Dach verbunden. Die sind mit... dem verbunden. Ja, ist alles gut. Nee, Öl ist nicht so voll, wie ich gedacht hätte. Ich wäre eigentlich davon ausgegangen, dass es durchgehend voll ist. Haben wir irgendwo einen Stau beim Petroleumgas? Ja. Oh. Nicht gut. Ja, kurzfristige Lösung. 17 Türme schießen, sollte okay sein. Das braucht man alles für ein... Storage Tank? Gott. Ja, also meine kurzfristige Lösung ist einfach hier noch ein Storage Tank hinzutauen. Aber das ist halt nur eine kurzfristige Lösung, weil wir müssten eigentlich dafür sorgen, dass mehr Petroleumgas verbraucht wird. Was wir schaffen würden, wenn wir mehr Leichen zerlegen würden. Weil dafür Schwefelsäure gebraucht wird und Schwefelsäure haben wir ja auch so viel, ne? Ich könnte einfach die hier umändern, nicht von Königin und Königin, sondern zu... Oh, das grüne Grizzlezeug eigentlich abgeholt. Sondern zu halt Medium Biter, Big Biter und so weiter. Dann würde hier auf jeden Fall mehr verarbeitet werden. Sollte ich aber allgemein mal die anderen Sorten auch aufbauen. Ich könnte also von da nach hier. Da muss ich dann gleich gucken, wie ich es mache. Dann mache ich Fabriken. Oh, ich habe nicht besonders viele Fabriken hier. So. Du würdest gerne zerlegen. Was ist recht häufig? Die Berserker sind recht häufig und die Elder, ne? Ja, dann mach mal Elder Biter hier hin. Das heißt, du hättest ganz gerne... Dum, dum, dum. Irgendwie so. So. Und dann Kisten. Da und da. Das, also man kann hier durchkommen, aber es wird ein bisschen wuselig sein. Aber Hauptsache durchkommen. Das heißt von da nach da, von da nach da. Und du schmeißt mit rein. Das war jetzt Biter, Biter, Elder Biter. Da. Schmeißt er da rein, zerlegt er da, kriegst ein paar Stromspurmodule, weil schnell muss das Ding nicht arbeiten. Haben wir schon mal einen Abnehmer mehr für Schwefelsäure. Aber das ist halt nur ein Abnehmer und so oft werden wir nicht angegriffen. Momentan. Wird sich legen, sobald wir unsere Monsterfarm haben. Die ich übrigens auch demnächst mal angehen könnte. Was wollte ich jetzt? Oh, den Tank, genau. Du setzt mal den Tank einfach da oben drauf.
Dadurch sollte sich jetzt der Stau hier behoben haben. Und hoffentlich mehr Leichtöl reinkommen. Ich könnte jetzt hier auch Effektivitätsmodule rausnehmen und Produktivitätsmodule reintun. Dann hätten wir nämlich mehr Leichtöl. Nee. Es macht mehr Sinn, die Pumpjacks schneller laufen zu lassen. Dadurch haben wir mehr Öl. Weil Öl ist hier unendlich. Dann haben wir mehr Öl und dann lassen wir die einfach schnell laufen und nicht produktiv. Das würde mehr bringen. Ja, also hier können wir bei Zeiten auch noch dran rumbasteln. Vor allem, was die Monster-Zerlegmaschinen angeht. Ich sollte wahrscheinlich die Monster-Zerlegmaschinen auch zuerst bauen, bevor ich unsere Monsterfalle hier in Betrieb nehme. Wobei, die funktioniert gar nicht so gut, wie ich dachte. Die Basis müsste eigentlich gut am Schnüffeln sein, aber es kommt nicht so viel an, wie geplant. Aber ist eh egal, weil die Monsterfalle besteht später ja darin, dass alles hier zerstört wird, außer die Spawner. Das heißt, sobald irgendwas respawnt innerhalb der Basis, wird es schon zerschossen. Also haben wir durchgehend Gegner. Das wird bestimmt sehr interessant, das aufzubauen. Ich hatte es Ende der letzten Staffel ja schon mal versucht, aber da ging es ziemlich in die Hose. Dieses Mal werde ich ein bisschen vorsichtiger vorgehen, dann klappt das hoffentlich auch. Dann haben wir so unendlich viel Knochen, Chitin und das Kristallgedöns halt. Das heißt, ich könnte dann die Knochen auch verarbeiten zu Charcoal und dann alle Stromsachen, also alle Brennsachen mit Charcoal betreiben. Wobei, dann hätte ich keinen Abnehmer für Leichtöl und so weiter. Also ja, ist alles nicht so einfach, aber das macht das Spiel ja so schön.